Es ist sehr wichtig geworden heutzutage, dass man eben nicht einfach nur alle, ja, Arten von Software, die man so angeboten bekommt, einfach benutzt und einfach schluckt, was einem da an Zumutungen heutzutage auferlegt wird, sondern man muss heute als kritischer, mündiger Benutzer sich auch wirklich überlegen, wem will ich meine Daten anvertrauen. Ein großes Thema sind heutzutage Notizbücher oder sogenannte Notizbuchsoftware. Evernote, OneNote und wie sie alle heißen, sind professionelle Dienstleister. Aber es sind eben Cloud-only-Speicherdienste. Wenn man jetzt Datenmengen vielleicht ein paar Jahrzehnte lang aufheben will oder sogar sein ganzes Leben lang sicher aufheben will und persönliche Sachen auch dauerhaft speichern will, dann möchte man natürlich nicht, dass diese vielleicht in fremde Hände geraten oder dass irgendwann eines Tages jemand kommt und einem den Datenhahn zudreht. Man, ja, ist abhängig bei Microsoft OneNote zum Beispiel davon, dass man Zugriff auf ein bestimmtes Konto hat, dem die Notizbücher zugeordnet sind. Wenn man in dieses Konto aus welchen Gründen auch immer mal nicht mehr reinkommt, dann hat man eben Pech. Aber es gibt schöne Alternativen, mit denen man auch gut arbeiten kann, die Daten offline abspeichern. Und es sind sogar Open Source Programme, die keinen Cent kosten, die dafür aber umso leistungsfähiger sind und mir als Nutzer alle Freiheiten lassen, die ich wirklich für mein tägliches Leben so brauche. Eines dieser Offline-Notizbücher sozusagen ist die Software CherryTree. Ich zeige gleich, wo man diese Software findet und was man mit dieser Software machen kann. Man findet CherryTree auf der Seite www.gispen.com und wie man hier sehen kann, gibt es CherryTree für verschiedene Sprachen. Also es gibt CherryTree auch für Deutsch. Das ist ein Screenshot von CherryTree. So sieht es ungefähr aus in der Standardeinstellung. Man kann die Farben ein bisschen ändern. Und ich werde gleich zeigen, wie es bei mir aussieht. Also die Installation ist auch unter Linux ganz simpel. Man muss hier nur gucken unter Downloads, wo sind die einzelnen Versionen, die man braucht. Es gibt Snap-Packages, Flatpaks, es gibt Debian-Ubuntu-Packages, RPM-Packages und natürlich auch einen Windows-Installer. Und sehr, sehr oft ist CherryTree auch in der eigenen Linux-Distro bereits enthalten. Also je nachdem, welche Linux-Distribution man benutzt, muss man also erstmal schauen, ob vielleicht in der eigenen Distro schon ein CherryTree-Paket enthalten ist. Ansonsten kann man sich hier frei bedienen. Es gibt auch den Source Code. Und CherryTree ist weitgehend kostenlos. Ich zeige mal, wie CherryTree bei mir aussieht. Das ist jetzt also CherryTree in, ja, geöffneter Form. Und zwar ist hier ein neues Dokument geöffnet. Das hat jetzt noch keinen Namen. Und ich werde jetzt mal hier einen Namen vergeben. Ich mache gleich mal Speichern unter. Aber das Programm meckert, es ist noch keine Baumstruktur enthalten. Ich mache mal eine Baumstruktur hier. Nenne das jetzt mal Demo-Notizbuch. Dann kann ich das schon einmal speichern. CherryTree speichert seine Dateien entweder im SQLite-Format oder im XML-Format. Beide Systeme oder beide Dateiformate lassen sich sehr, sehr gut benutzen. SQLite hat den Vorteil, dass es ein Datenbankformat ist. Das bedeutet, bei längeren Dokumenten wird nicht mehr das ganze Dokument in den Speicher geladen, sondern nur der einzelne Abschnitt, an dem man gerade arbeitet. Bei CherryTree ist es so, dass immer zwei Versionen angeboten werden.
einmal SQLite nicht geschützt und einmal zum Beispiel hier SQLite Passwort geschützt. Dasselbe gibt es dann für die XML-Variante. Das ist eine Art HTML-Dialekt. Einmal nicht geschützt, einmal Passwort geschützt. Der Unterschied zwischen SQL und XML liegt vor allem darin, eine XML-Datei wird immer als Ganzes in den Arbeitsspeicher gelesen und dann auch wieder als Ganzes abgespeichert. Also auf einem normalen, modernen, schnellen Rechner merkt man den Unterschied nicht. Wenn man Cherry Tree auf einem Netzlaufwerk liegen hat, dann kann es schon sein, dass man da hier Geschwindigkeitseinbußen feststellen kann. Und jetzt können wir dann schon loslegen. Also Cherry Tree ist ein Outliner, ein sehr flexibler Outliner. Er lässt sich mehr oder weniger intuitiv bedienen. Ich habe hier oben eine Formatierungsleiste mit verschiedenen Möglichkeiten. Ich kann natürlich eine Überschrift einfügen und dann eine Bulletliste. Auch nachträglich formatieren. Es gibt auch nummerierte Listen. Auch Kästchen zum Ankreuzen. Na. Also es gibt hier keinen Markdown, sondern das ist ein normaler WYSI. Big Text, what you see is what you get. Why is a big text? Ein sogenanntes Rich Text Format. Ich kann hier auch Links einfügen, wie man hier sieht. Unter Einfügen habe ich eine ganze Liste. Bild einfügen, Tabelle einfügen, Codebox einfügen, Datei einfügen, Link einfügen und so weiter und so fort. Codeboxen erlauben es also, Quellcode hier übersichtlich einzufügen und zu formatieren. Man kann diese sogar als selbstständige Einheiten scrollen. Also in Cherry Tree kann man Informationen sehr schön strukturieren. Ich zeige mal die Outliner-Funktion. Ich habe jetzt hier einen Unterknoten. Und ich kann dann noch einen Unterknoten zum Unterknoten hinzufügen. Und es mehrfach verschachteln. Es gibt hier auch die Möglichkeit, einen Tagebuchknoten einzufügen. Knoten mit heutigem Datum einfügen. Hat auch das Kürzel F8. Da haben wir jetzt hier also 2020, Juli, 7. Dienstag. Liebes Tagebuch, heute habe ich nicht so viel erlebt. Ich kann hier auch ein Bild einfügen. Das ist jetzt neu. Man kann jetzt die Bilder auch in der Höhe einstellen, bevor man sie einfügt. Das ist sehr praktisch. In der Vergangenheit musste man das Bild dann in der Größe akzeptieren, in der man es eingefügt hat. Also da ist ein Bild. Ich kann hier auch weitere Dokumente einfügen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht getestet, wo jetzt hier die physische Grenze bei den Cherry Tree Dokumenten ist, wenn man jetzt so irgendwelche zusätzlichen PDF-Dateien hier noch einfügt. Ich habe verschiedenste mehrseitige PDF-Dokumente eingefügt, testweise, und habe bis jetzt da noch keine größeren Einbußen feststellen können. Aber für die Aufbewahrung von PDF-Dateien finde ich Cherry Tree jetzt nicht so interessant. Dafür würde ich es lieber nicht benutzen. Aber es ist hervorragend geeignet, eben um größere Wissensbestände hier anzufertigen, zu strukturieren, abzulegen und dann auch dauerhaft aufbewahren und auch wiederfinden zu können. Es kostet nichts, es ist sehr leistungsfähig und es ist sehr intuitiv benutzbar. Das ist der sehr, sehr große Vorteil davon.
Cherry Tree ist eine sehr leistungsfähige Software, mit der man wunderbar seine verschiedensten Ideen strukturieren, sammeln, aufbewahren kann. Also man kann so ganze Dossiers anlegen zu bestimmten Themen. Also Cherry Tree ist vergleichbar mit einer Textverarbeitung. Man hat also einzelne Dateien und die kann man überall dahin ablegen, wo man sie dann auch später wiederfinden will. Sei es auf dem eigenen NAS-Storage-Speicher, auf der eigenen Festplatte, im eigenen privaten Verzeichnis oder auf einem USB-Stick. Das heißt, ich habe die vollständige Kontrolle über alle meine Inhalte hier und kann meine Daten auch mit einem Passwort verschlüsseln, wenn mir danach ist. Was leider nicht funktioniert, Cherry Tree hat keine Unterstützung für einen aktiven Pen, also es gibt keine Möglichkeit, hier Handschrift einzufügen. Ansonsten habe ich die volle Bandbreite zur Verfügung, ich kann meinen Text formatieren, fett, kursiv, unterstrichen, bunt, wenn mir danach ist, ich kann Bilder einfügen, ich kann Webseiten verlinken, ich kann Codeboxen einfügen, da werden die Programmierer jubeln. Um Codeschnipseln zu sammeln, eignet es sich auch sehr, sehr gut. Und es ist auch was für Schriftsteller, die an verschiedenen Sachen schreiben, gleichzeitig Einfälle sortieren und ordnen wollen. Dafür lässt es sich sehr, sehr gut benutzen. Und man kann natürlich auch wichtige Schriftstücke darin sammeln, die man vielleicht irgendwie dauerhaft aufheben will, um sie dann später leichter wiederzufinden zu können. Ich werde noch weitere Videos machen, die sich mit ähnlichen Programmen beschäftigen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt doch einen Kommentar. Oder vielleicht abonniert ihr sogar meinen Kanal. Mal sehen. Bis die Tage. Macht's gut.